Oh, jetzt geht es weiter. Ich freue mich auf jeden Fall, den nächsten Wein vorzustellen. Vielen Dank erstmal an das Weintaxi Wiesbaden für die ganze Organisation. Vielen Dank für das Bereitstellen des Studios. Und ich freue mich besonders, dass wir heute hier im Schlachthof sind. Als Wiesbadenerin habe ich hier natürlich schon einige Abende verbracht. Und ja, ich freue mich sehr. Ich würde jetzt der Reihenfolge der anderen Winzer folgen und erstmal den Wein vorstellen, dass wir auch alle was zu trinken noch kriegen. Sie haben jetzt im Glas einen Spätburgunder Rosé VDP-Gutswein. 2019er Jahrgang. Wie gesagt, 100% Spätburgundertrauben, die auf Lösslehmböden gewachsen sind mit Quarzitanteil. Ja, wir wollten mit diesem Rosé, wie wir gerne sagen, einen seriösen Rosé erzeugen. Wir wollen keinen Rosé, der eben nur ein Nebenprodukt ist oder vielleicht dass Spätburgundertrauben übrig waren, die dafür verwendet wurden. Es wurden wirklich von Anfang an die Trauben schon im Weinberg so behandelt, dass sie eben später als Rosé abenden sollen. Das heißt wirklich, die Trauben werden eher wie Weißweintrauben im Weinberg behandelt, um eben wirklich so eine mittlere Reife zu erzeugen mit moderatem Alkohol, sehr wichtig, und auch eine etwas höhere Säure für mehr Frische eben. Ja, also nach der Ernte, erstmal wurden die Trauben gelesen in wirklich kerngesundem Zustand, und nach der Ernte werden sie dann in Kontakt mit der Schale gelassen, werden leicht angepresst davor mit der Hand, circa 4 bis 6 Stunden, und das macht man, um Aroma rauszuholen, aber vor allem natürlich die Farbe. Denn die Farbe ist bei Trauben, befindet sich in der Schale. Daher zum Beispiel auch ist Weißwein eben weiß und Rotwein rot, genau. Und das findet eben durch den längeren Schalenkontakt statt. Ja, nachdem die Trauben dann Kontakt mit der Schale gelassen wurde der Rosé ganz klassisch im Edelstahltank vergoren. Und ja, Sie können ja mal ins Glas schauen. Also ich finde, der hat eine super schöne Lachsfarbe, auch so ein leichtes Altrosa schon fast, mit aber auch irgendwie orangenen Reflexen. Und Sie können ja mal dran riechen. Was man riecht, finde ich, ist sehr subjektiv. Wenn ich Ihnen sage, was Sie hier riechen sollen, dann werden Sie es auch riechen. Ich kann nur sagen, für mich riecht er auf jeden Fall nach Kirsche, Cassis, nach irgendwie auch Minze, Stachelbeeren. Hat aber auch was Blumiges, vielleicht Veilchen eben. Und wenn Sie probieren, ja, werden Sie merken, das ist auf jeden Fall ein Rosé mit Dynamik, mit Frische eben. Es kommen super schöne Erdbeeraromen raus, wieder auch diese Frische durch die Minze eben. Und ja, ist eben mehr als nur ein Sommerbegleiter, sage ich mal, oder jetzt ein Begleiter für den Frühling auch natürlich, aber auch ein Rosé, den man einfach wunderbar zusammen mit Essen servieren kann. Also ich finde sehr spannend zu einem Rosé, vor allen Dingen zu diesem Rosé, ist ein Rote-Bete-Carpaccio zum Beispiel. Oliven-Ravioli mit Tomaten würde super passen, aber auch irgendwie einen Kartoffelsalat mit Gurke und Shrimps. Sowas würde der dich einfach super ergänzen. Ich würde noch ein paar Worte zu unserem Weingut sagen. Das Weingut ist etwa seit 2003 in dem Besitz meiner Familie, und ich bin seit etwa 2 Jahren dabei. Habe erst einen Bachelor und Master in Kunstgeschichte gemacht und mich dann nochmal entschieden, in Geisenheim Weinwirtschaft zu studieren. Zur Freude meines Vaters natürlich, den ich jetzt genau immer unterstütze. Wir haben mal angefangen mit 6 Hektar. Mittlerweile haben wir eine Anbaufläche von etwa 20 Hektar. Wir haben immer mal was dazugekauft und produzieren so 140.000 bis 150.000 Flaschen im Jahr. Wir haben Lagen in Hattenheim, Erbach, Östrich, Assmannshausen und Hallgarten. Wir produzieren wie die meisten im Rheingau natürlich hauptsächlich Riesling, 75% und etwa ja, 15% Spätburgunder. Und der Rest sind andere Trauben wie Auxerrois, Viognier, haben einen Versuchsanbau mit Geisenheim, Müller-Thurgau, Scheurebe, Sauvignon Blanc, Ehrenfelser und Frühburgunder. Und wir sind auch ein VDP-Mitglied. Wir sind schon seit der Gründung des VDP mit dabei, seit 1910.
Wir haben ja auch vorhin vom Stefan von Baron Knüpphausen was gehört über die Qualitätspyramide. Das werde ich dann nicht wiederholen. Also beim VDP steht natürlich auch irgendwie das nachhaltige Arbeiten im Weinberg und im Keller super im Fokus. Ja. Und wir sagen immer, wir wollen die Reben auf ihrer Reise zum Wein ja nur begleiten und nicht zu invasiv formen. Genau, und dadurch entstehen wirklich eben ja charaktervolle, komplexe und herkunftsbezogene Weine. Das ist einfach extrem wichtig für uns. Was uns auch noch so ein bisschen herabhebt, wir verbinden in unserer Familie die Liebe zu Wein und Kunst in unserem Weingut. Wir haben auch einen Kunstkeller, auf dem auf 100 Quadratmeter eine zeitgenössische Kunstausstellung eingerichtet wurde mit Installationen von Künstlern aus Portugal, USA, Korea, China, Polen und Deutschland natürlich. Und genau, es handelt sich eben hauptsächlich um Lichtobjekte, aber auch Skulpturen, Malerei eben. Also ich hoffe, dass Sie mal vorbeischauen, wenn die Zeit es wieder erlaubt. Und genau, wenn Sie neugierig geworden sind auf unser Weinangebot oder auch auf diesen Rosé, dann können Sie das natürlich im Weinshop beim Weintaxi erwerben. Dann vielen Dank erstmal und ich übergebe dann an Andreas Merz zum Fertigkochen des Hauptgerichts. Vielen Dank.